Ist mein Corona-Schnelltest wirklich positiv? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, denn die zweite Linie kann auch sehr blass ausfallen. Doch was bedeutet es, wenn die sogenannte T-Linie auf dem Test nur sehr schwach zu sehen ist? Bin ich dann trotzdem positiv? Und was sagt das über meine Viruslast aus? Die kurze Antwort: Sobald auf dem Streifen die Kontrolllinie und die T-Linie auftauchen, ist das Ergebnis positiv, egal wie schwach die Linie ausfällt. Wichtig ist dabei, der Test muss korrekt gemacht und abgelesen werden, sonst muss er wiederholt werden. Gültig ist das Ergebnis nur, wenn auch eine Kontrolllinie zu sehen ist und wenn das Ergebnis im richtigen Zeitraum abgelesen wird. Der Zeitraum steht in der Anleitung des Tests, je nach Hersteller meistens zwischen 15 und 30 Minuten. Taucht die zweite Linie erst danach auf, ist der Test nicht mehr gültig. Eine schwache Linie steht aber nicht automatisch für eine niedrige Viruslast. Der Grund: Die Tests sollen nur zeigen, ob das Coronavirus überhaupt vorhanden ist und nicht, wie stark die Viruslast ist. Nicht jeder Test reagiert gleich auf jede Viruslast. Manche schlagen bei niedrigeren Viruslasten zuverlässiger an als andere. Das zeigen die Vergleiche des Paul-Ehrlich-Instituts. Ist ein Schnelltest positiv, sollte man das Ergebnis auch ernst nehmen. Sobald der Test anschlägt, muss man davon ausgehen, dass die Person auch andere anstecken kann. Wer sich nicht sicher ist, sollte den Schnelltest wiederholen. Endgültig abklären lässt sich ein positives Schnelltestergebnis mit einem PCR-Test.